Endlich wieder Niederrhein-Pokal und dann in Velbert direkt noch das Duell Dritte Liga gegen Dritte Liga Uerdingen gegen Duisburg. Das klingt durchaus verheißungsvoll, auch für einige angereiste Duisburgerinnen und Duisburger, die ihr Team von außerhalb des Stadions mit Abstand und Maske anfeuerten. Beide Teams kämpfen noch um den Klassenerhalt in Liga 3 und während der MSV nur noch einen Punkt braucht, um rechnerisch gesichert zu sein, sieht es bei den Uerdingern deutlich dramatischer aus. Zwei Spiele vor Saisonende belegt das Team von Stefan Reisinger den ersten Abstiegsplatz, auch wegen der 3-Punkte-Abzug wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Beide Trainer hatten vor der Partie angekündigt, ordentlich zu rotieren. Pavel Dotschev veränderte seine Duisburger immerhin auf 6 Positionen, aber das war nichts gegen Uerdingen. Nur Christian Dorder und Edwina Skirtfainis als Stammspieler auf dem Feld, der Rest Ersatzspieler und sogar 4 U19-Spieler, die seit einer Woche mit den Profis trainieren. Die Ausgangslage auf dem Platz also um Welten eindeutiger als auf dem Papier. In der Liga gab es jeweils einen Auswärtssieg in dieser Begegnung. Duisburg in Gelb-Rot von Beginn an mit viel Ballbesitz und mit der ersten Chance durch Ademi. Lukas Königshofer im Uerdinger Kasten muss das erste Mal hin. Der Uerdinger Plan klar, so gut es geht das Tor verteidigen und dann mal schauen, ob vielleicht ein Konter vom Laster fällt. Erstmal aber nur Duisburg auf dem Weg nach vorne. Leroy Mickels bedient Moritz Stoppelkamp, 8 Minuten gespielt. Der KFC tat sich extrem schwer, selbst mal über längere Phasen den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Stattdessen der Fehlpass und Mickels diesmal selbst mit dem Abschluss. Kurz vor der Halbzeit. Erneut die Duisburger, dieses Mal mit viel Platz. Und Ademi scheitert erneut an Königshofer. Treffer von Palacios zählt nicht. Abseits. Die erste Hälfte immer noch nicht vorbei. Das Foul hat unsere Kamera leider nicht eingefangen. Aber die Auswirkung, die sehen wir hier. Es gibt Rot für Girtwaines wegen Notbremse und auch noch einen Elfmeter für Duisburg. Und damit die Riesenchance, eine überlegene Halbzeit doch noch mit einem Tor zu krönen. Der Strafstoß, Sache für den Captain, für Moritz Stoppelkamp. Und der ist ganz stark verwandelt, 1:0. Mit 34 Jahren ist Stoppelkamp ja so langsam, aber sicher im gehobeneren Fußballeralter angekommen. Seine Leistungen in dieser Saison, denen sieht man das allerdings nicht an. 10 Tore und 10 Vorlagen nach wie vor herausragend. Und bei Uerdingen, tja, 45 Minuten lief es den Umständen entsprechend okay. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Minute vor der Halbzeit demnächst im Lexikon unter dem Begriff Nackenschlag zu finden ist. Und damit rein in den zweiten Durchgang endlich mal eine zeigenswerte Szene des KFC, der Abschluss. Dann aber nur im Ansatz gefährlich. Stunde gespielt in Velbert, Ecke Duisburg und wir sehen's mit der 10. Stoppelkamp winkt schon wieder, will diese Ecke, bekommt diese Ecke und verwandelt diese Ecke. 2:0. Diesmal das Ganze unter Mithilfe von Königshofer. Stoppelkamp trifft den Ball gar nicht optimal und auch wenn der vorher nochmal fies auftitscht, den muss er halten. Da gibt's, denke ich, wenig andere Meinungen. Pavel Dotschev rechts im Bild konnte also zufrieden sein mit dem, was sich auf dem Rasen so vor ihm abspielte. Aufgepasst, Tomic ist durch und der donnert ihn rein. David Tomic zum dritten, zuletzt in der Liga mit Tor und Vorlage super dabei, konnte die 3:2 Niederlage gegen Magdeburg allerdings auch nicht verhindern, kann hier ein wenig Frustbewältigung betreiben. Duisburg drehte jetzt Mitte zweiter Halbzeit nochmal ordentlich auf. Das ist alles ganz locker gespielt mit Auge und ein, zwei Gänge zu schnell für die Uerdinger Abwehr. Stoppelkamp macht sein drittes. Der überragende Akteur auf dem Feld darf diesen klasse Angriff veredeln, aber die Moral der Uerdinger vielleicht nach dem zweiten, spätestens aber nach dem dritten Gegentreffer gebrochen. Dazu die Unterzahl. Ein Duell auf Augenhöhe sieht anders aus. Immerhin auch Steven Deana im Duisburger Kasten nicht völlig beschäftigungslos, aufmerksam beim Abschluss von Patrick Göbel, der Winkel aber auch sehr spitz. Die Luft natürlich komplett raus aus der Begegnung, aber einen hatte Stoppelkamp noch. Na klar, warum denn nicht mit der Hacke? Ademi bedankt sich und Duisburg macht das fünfte.
Orhan Ademi setzt den Schlussstrich unter diese Partie. Es war die letzte Szene einer am Ende äußerst einseitigen Begegnung. Dass der KFC Uerdingen die Partie hier schon vor dem Anpfiff abgeschenkt hat, für den sportlichen Wert der Partie alles andere als hilfreich. Aber wer will es der Mannschaft und dem Verein verdenken? Es sind wahrlich keine leichten Zeiten als Krefelder Fußballfan. Der MSV Duisburg dagegen ohne volle Power im Halbfinale. Dort wartet mit dem Wuppertaler SV zwar ein Regionalligist. Etwas schwerer als heute wird es die Mannschaft vermutlich trotzdem haben.